Herzlich willkommen, Günther Körfer. Hallo. Hallo. Schön, dass du uns beehrst. Wir haben dich ja extra für diese dritte Aufgabe geholt, weil das eine ganz besondere Aufgabe ist. Du bist ja für diese dritte Aufgabe gekommen. Da heißt es ja Winter Wedding Cake. Und du hast einen ganz besonderen Wedding Cake schon mal gemacht. Wir haben es eben schon gehört, für Kronprinzessin Victoria von Schweden. Ja. Du bist auch der Präsident des Weltverbandes aller Bäcker und Konditoren. Habe ich das richtig so gesagt? Ja. Deshalb ist es uns eine besondere Ehre, dass er heute euer Gebäck bewerten wird. Wir wünschen uns natürlich auch einen Winter Wedding Cake. Was ist denn da besonders an dieser Torte? Eure Winter Wedding Cake sollte wunderschön sein. Zwei Stockwerke aufmessen und einen traumhaft schönen Dekor haben. Dazu müsst ihr Isomalt verwenden und ich will noch mindestens zwei weitere Dekore auf der Torte sehen. Erlaubt sind nur Weiß, Grau, Hellblau und Silbertöne. Wir erwarten natürlich auch ein edles Geschmacksbild, so wie es sich für eine Hochzeitstorte auch gehört. Ihr habt ganze 5 Stunden, bis wir hier die Hochzeitstorten anschneiden werden. Und auf mein Kommando geht's wie immer los. Auf die Plätzchen, fertig. Oft hat man ein etwas verklärtes Bild vom Winter. Weiße Schneedecken und so. Die Realität ist leider meistens matschiger. Beim Winter Wedding Cake bleibt der Wintertraum erhalten. Die Erwartungen sind ja, dass die erstmal eine Torte liefern, die wirklich auf eine Hochzeit passt. Und da spielt es für mich keine Rolle, ob das ein Hobbybäcker ist, weil das Brautpaar hat einen Tag im Leben und da muss es gut geliefert werden. Wer liefert Profi-Qualität ab? Jubiläumstaffel, der Günther ist dabei. Schlüpperus. Emma, aber jetzt kommen noch mal mehr Augen drauf und der ist ganz genau, ganz, ganz, ganz genau. Also wenn man ihn hier sieht, dann hat er zittert. Ne? Also ich bin ein Hobbywerker und ich sehe so ein Profi. Das, ein Profi, das ist er, ohne Frage. Also im Freundeskreis hat sich das rumgesprochen, dass ich gern backe. Und wenn ich dann auf eine Hochzeit eingeladen bin, dann komme ich halt eine Torte. Katharinas elegante Torte besticht durch eine geschmackliche Sinfonie aus Vanillebiskuit und Champagnersahnecreme. Dazu Birnenkompott und Walnusscrunch. Christas Rührschüssel ist kurz vorm Überschwappen. Aber die Hobbybäckerin hat noch alles im Griff. Man muss Multitasking sein, dass man das wirklich in der Zeit auch schafft, die Torte am Ende steht. Christas Isomaldom thront auf einem Konzept aus Orangencreme, Orangenmandarinenspiegel und Yuzu-Kaviar. Als Basis Kokosbiskuit und Schokoperlen. Rahim verwendet bei seinen Böden edlen Safran. Mit meiner Hochzeitstorte, ich möchte gerne selber backen. Aber meine Freundin sagt die ganze Zeit nein, du musst an dem Tag dich ausruhen. Unter dem kunstvollen Mantel aus Esspapier will Rahim die Jury mit einer Champagner-Mousse verführen. Dazu Blaubeerkonfitüre und Haselnüsse auf Safranböden. Auch Dörte setzt auf Safran. Auf diese Aufgabe freue ich mich besonders, weil es wirklich alles verbirgt, was ich gerne mache. Viel Deko, schöne Deko. Aber auch ein edler Teig und eine schöne Füllung. Unter dem Schleier aus Isomalt verbirgt sich Marde Champagnercreme auf Safranböden und Ananas. Weitere Komponenten: Granatapfelkaviar und Brombeergelee. Was hat sich Nina vorgenommen? Ich habe natürlich wieder meinen geliebten Champagner drin. Pistazien, die ich sehr, sehr liebe. Ich muss heute richtig Gas geben, weil ich möchte bei euch bleiben. Ich möchte nicht gehen. Hinter der modernen Optik treffen Pistazienböden und Pistazienkrokant auf Zitronenjoghurtcreme und Champagner-Mangospiegel. Ninas Geheimwaffe, süßes Minzpesto. Alle Teige sind auf einem guten Weg. Doch die erste halbe Stunde ist bereits vergangen. Rahim verteilt seinen Safranteig auf 4 Backformen.
Top in Form wandern die Teige allesamt in die Öfen. Hallo. Hallo. Herzlich willkommen bei uns. Ich bin der Günther. Ich bin die Nina. Darf ich Günther sagen? Ja, natürlich. Nichts Sehr anderes schön. Gilt. Das ist für meinen Sugar-Sheet-Mantel. Unten werde ich einen Schneemantel draus machen, also so einen Zuckermantel. Ja, und dann wirkt der ja so leicht kristallig. Das habe ich in Japan gesehen, wie die das gemacht haben bei der Weltmeisterschaft. Wow, Weltmeisterschaft. Okay, das Level habe ich leider nicht, aber ich gebe heute alles. Ich hoffe brauche ich, jeden hoffe ich. Punkt. Ich erwarte nichts anderes. Ja, ja, genau. Gar kein Druck, super. Ja, war super. Und was kann Günther Katharina in Sachen Champagner flöten? Was machst du jetzt? Ich mache jetzt gerade meine Champagner-Sahne-Creme. Hm? Habe jetzt hier einmal Champagner mit Puderzucker miteinander verrührt. Kritisches Kosten gibt den Backenden Hinweise auf den Geschmack des Gastjurors. Hau was rein, weil das schmeckt nicht nach Champagner. Okay. Das könnte genauso gut eine Weincreme sein. Du willst ja eine Weinschaumcreme ja, haben, genau. Oder? Gib noch etwas dazu. Champagner hört sich ja sehr luxuriös an, ist aber eigentlich totale Scheiße, irgendwo in die Tochter reinzubringen, weil es da so verdünnt wird, dass der Champagner immer seinen Charakter verliert. In diesem Fall sollte man immer ein gutes Markte Champagner nehmen. Dann kriegt man wirklich das, was man erwartet. Bedeutend besser. Bei Rahim kommt der Champagner in eine Mousse. Dörte verwendet von vornherein Marc de Champagne. Bei Christa fehlt der Schaumwein komplett. Bei Nina kommt er später in die Tränke. Boah, ist lecker. Also wenn ich das jetzt nicht rocke, dann verdiene ich es, hier rauszufliegen. Die Cremes laufen. Der nächste Bestandteil, um den man sich kümmern muss, sind die Fruchteinlagen bzw. Kompotte. Weißt du, was der Hammer ist mit Ananas? Ein bisschen Muskat rein. Nur ein Hauch. Okay, lass ich mir Muskat. Ich brauche eine Muskatnuss, bitte. Unbezahlbar. Tipps vom Profi. Schön. Auch die anderen Juroren sind im Einsatz. Orange. Das wird der Orangen-Mandarinen-Spiegel. Und Deko? Weiß ich noch nicht. Wie weißt du noch nicht die Deko? Das habe ich gestern Abend überlegt, heute noch mit zwei Skizzen gemacht. Das mache ich einfach. No risk, no fun. Ja, ne? Einfach mal was anderes. Beim Design setzen die Hobbybäckerinnen und Bäcker auf Innovation. In den Torten gibt es Bewährtes. Ich mache jetzt hier gerade mit dem Mangopüree und dem Champagner, den ich dazu gegeben habe, einen Fruchtspiegel. Schöne Farbe als Kontrast zum Winterthema. Christa arbeitet an ihrem Orangen-Mandarinen-Spiegel. Wo die Zeit hin ist, weiß man nach 1¾ Stunden Backzeit nicht. Die Böden findet man allerdings in den Öfen. Und sie müssten so langsam durch sein. Sieht ganz gut aus. Also hoffe, das ist schon durchgebacken. Dann erstmal auskühlen lassen. Gern gesehen und noch lieber gegessen werden Crunch-Komponenten. Die Backenden arbeiten an verschiedenen Knusper-Varianten. Dörte stellt Perlen mit Geschmack her. Das ist richtig gut, diese Molekulär. Es sind viele Kollegen, die das nicht schaffen. Und das war mit diesen Granatapfen. Ja. Molekular heißt besonders klein. Das sollte man doch auch mit dem Häcksler hinbekommen, wie bei Ninas Minzpesto. Mit alles geben, alles rausholen. Es ist immer so, wenn ich zu dir komme, ja, in diesen großen Aufgaben, ich muss alles geben, heute geht es um alles, ich muss alles geben. Das, aber es ist doch so. Ja, aber wie häufig standest du denn vorne schon? Lass uns überlegen. Noch nie. Mach weiter, das schmeckt schon ziemlich geil. Danke. Rahims Blaubeerkonfitüre will nicht fest werden.
Ah, der ist zu weich. Agar-Agar muss wirklich eiskalt werden. Füll diesen rein und dann in den Froster. Okay. Dann siehst du, ob es stabilisiert oder nicht. Ein ähnliches Problem hat Katharina mit ihrer Creme. Katharina, ja, ich sehe hier lauter Fragezeichen. Ja, meine Creme wird nicht fest. Was mache ich jetzt? Es gibt ja die Aufschlagcreme. Die hat so eine hohe Standfestigkeit, dass sie schnittfest ist. Und damit kannst du das dann retten. Richtig ordentlich steif schlagen. Und dann gibst du peu à peu immer was davon hinzu. Und dann fängst du an zu stapeln. Klare Ansage. Muss nur noch klappen. Doch auch bei Dörte flutscht es gerade nicht so, wie es soll. Oh, Günther, ich habe jetzt ein Problem. Okay, jetzt ist alles zu kalt. Das Ganze kann man retten, in diesem Fall ganz einfach. Mit einem warmen Föhn, kurz aufwärmen, dann steigt das wieder. Siehst du? Ja. Gut gemacht. Danke. Creme ist jetzt schon mal fest, das ist super, das sieht schon ganz anders aus. Das ist doch fester geworden, also hat funktioniert. Zeit, diese Hochzeitsereignisse zu stapeln. Hoch und spektakulär soll es werden. Im Zweifelsfalle eine besser als die andere Hochzeitstorte. Und dann auch noch winterlich, bitteschön. Der vielgelobte Crunch kommt bei Nina mit karamellisierten Pistazien. Bei Rahim mit Haselnüssen. Wie bei Katharina. Dörte greift zu Mandeln. Ich habe hier jetzt den Yuzu-Frucht-Kaviar. Und wenn die gegessen wird, die Torte, dann platzen die Kugeln quasi auf und es kommt so ein Mandarinen-Zitronengeschmack raus. Die vorgefertigten Fruchtperlen serviert man auch gerne zu Austern. Für das winterliche Thema geht es im Inneren der Torten ausgesprochen sommerlich fruchtig zu. Und dafür, dass die Zeit rast, liegen in der Backlandschaft noch sehr viele unbenutzte Tortenböden herum. Ich muss mich jetzt auch wirklich beeilen, dass ich sehr schnell fertig werde mit der zweiten Torte. Zwei Stockwerke waren vorgeschrieben. Die geschmackliche und optische Gestaltung bleibt den Backenden überlassen. Nur sie wissen, was sie sich zumuten wollen, um Punkte zu ergattern. So, ihr Lieben, der Günther möchte gerne was verkünden. Es sind 2,5 Stunden noch. Halbzeit, zack, zack. Scheiße, Krimi. 5 Stunden sind krimireif. 5 Stunden Krimi? Ha, das geht an die Nerven. Die sind in den nächsten 2,5 Stunden allerdings unerlässlich für unsere Backenden. Denn jetzt folgt nach der Fleißarbeit der kreative Teil. Also fertig werden mit dem Eindecken. Und dann die Deko, bitte. Ich erhitze jetzt gerade das Isomalt mit Wasser auf 170 Grad. Dann lasse ich es auskühlen auf 130 Grad. Und dann versuche ich, die Isomaltkuppel zu gießen. Scheiße! Riecht verbrannt. Müll, das ist Müll. Nee, ich kann jetzt gerade. Scheiße! Lass mich in Ruhe. Man kann aus Isomalt so viel machen. Sogar Kohle. Bei Christa soll es eine Kuppel werden. Mega. Jetzt muss ich sie nur noch rauskriegen. Von einer Isomaltschale träumt Nina. Aber das sollte eine Krone werden, oder? Am liebsten ja. Kannst du es noch mal machen, oder? Immer die Zeit im Nacken, ne? Ja, aber wenn du noch Zeit hast, dann mach lieber einen neuen. Das Isomalt darf nicht brechen. Also nicht knacken. Nein! Nein! Okay, nochmal. Der nächste Kuppelversuch. Flüssiges Isomalt kann von Hand in Form gegossen werden. Oder man benutzt vorgefertigte Formen. Beides ist erlaubt. Das Material ist und bleibt sehr empfindlich. Je anspruchsvoller die Form ist, desto größer ist oft die Spannung. Und dann bricht es leicht. Ich habe das Gefühl, da geht Luft raus. Es ist keine richtige Kuppel mehr. Aber nochmal. So langsam temperiert ist. Ach, scheiße, jetzt ist schon wieder so lang. Ob Krone, Schale oder Kuppel, man braucht schon sehr viel Fingerspitzengefühl. Ich muss nur noch rausgehen.
Ja, aber dann nimmst du einen Bunsenbrenner, machst das ein bisschen an der Außenseite warm, dann... Oh, danke. Oh, genial. So ist er, der Günther. Dörte eilt Nina zu Hilfe. Du willst auch eine Schale haben? Ja. Na los, gieß alles drauf. Kleine Schale, großer Trick. Und jetzt machst du das so. Genau. So, jetzt Klammer rein. No. Ah. Noch eine Klammer. So lassen wir's. Danke. Nina klammert sich an die Hoffnung, weiterzukommen. Spektakuläres Design ist erwünscht. In spektakulär knapper Zeit wird es umgesetzt. Ja, das wird der Kristall von meinem Herz. Dann klebe ich auf dem Herz oben drauf und dann gibt diesen Effekt auch. Hält das Isomalt, sobald es ausgehärtet ist? Das ist halt auch cool, oder? Schon. Siehst du, sieht doch toll aus. Das hat hingehauen. Und bei Christa? Ach, geil. Jetzt kann ich dekorieren. Das ist für die untere Etage. Das Muster mit Pfefferpfeffer soll so einen Welleneffekt geben. Liebe Hobbybäckerin und lieber Hobbybäcker, ihr habt noch eine Stunde. Da wird man nervös wie der Bräutigam vor dem Traualtar. Dein Muster. Ja, das ist ganz schlimm. Ja, also im Zweifelsfall würde ich es tatsächlich, dass du es einfach marmorierst. Sehr gut, mache ich so. Schwenk um. Und oben mache ich es anders, weil oben ist die weiß und oben mache ich dann grau. Wunderbar. Mach das lieber, bevor du es nochmal probierst. Ja, genau. Gut. Danke. Hochzeit im Winter. Bei solchen Designs durchaus eine Überlegung wert. Erlaubte Farben außen an der Torte sind weiß, grau, hellblau und silber. Neben Isomalt müssen zwingend zwei weitere Dekormaterialien und Techniken verwendet werden. Aber welche? Nina setzt auf eine besonders in Asien beliebte Dekotechnik namens Sugar Sheet. Und was macht Dörte? Dieses Reispapier nimmt jetzt die Struktur dieses Backpapiers an. Und dann kann ich es nachher schön um die Torte legen. Rahim ist ein Meister im geduldigen Arbeiten. Was machst du damit später? Bleibt das so, oder? Das bleibt so. Also wenn die Buttercreme jetzt fest wird, dann soll eigentlich fest drauf bleiben. Ja, verstehe ich. Das ist für mich auch eine große Herausforderung, dass ich mit Pfefferpfeffer arbeite. Das ist auch, glaube ich, das zweite Mal oder so, dass ich damit auch was verwende. Ein Naturtalent. Alle Hobbybäckerinnen und Bäcker haben die bisherigen Staffeln von Das große Backen, die Profis, genau verfolgt. Sie wissen, was Günther Körfer gefällt. Und sie arbeiten genau daran. Mit filigranen Mustern und ästhetischem Empfinden. Ich muss jetzt hier die Rosi noch fertig machen. Dann kommt die Isomalt-Kuppel drauf. Da muss ich schauen, was die Zeit noch sagt. Ihr Lieben, eine wichtige Frage noch. Wer fängt den Brautstrauß und wer fängt die Torte? Noch 30 Minuten. 30 Minuten, echt jetzt? Also ich muss echt mein Bestes geben. Die Zeit ist knapp. Pfarrer und Juroren lässt man nicht warten. So sieht ein Sugar Sheet aus. Ist cool, oder? Und eigentlich super easy, wenn es denn klappt. Ich habe gerade schon gesagt, das ist wie so Antennen von einem Außerirdischen mal ein bisschen. Das war wahrscheinlich nicht geplant, sondern da ist wahrscheinlich, hat er sich gesetzt. Ja. Überleg noch, ob ich es wegmachen soll oder nicht. Aber ich lasse es. Du hast ja noch ein paar Minuten Zeit. Machen wir erst den Rest. Nein, lass die. Ob abgespaced oder klassisch schneeflockig. So verschieden wie die Geschmäcker in puncto Hochzeitsfeier sind, so unterschiedlich fallen die Torten aus. Und das bei derart eng gefassten Vorgaben. Winterliche Farben? Check. Isomalt? Check. Dazwischen liegt geballte Individualität. Jetzt muss die Torte schnell in den Froster kommen.
Abschied, den überspringen wir einfach. Wir feiern gleich richtig und groß in 10 Minuten. Ich werde jetzt auch in 10 Minuten fertig, aber halt nicht zu meiner Zufriedenheit. Ein Satz, der besser beim Backen fällt als in der Hochzeitsnacht. Ansonsten herrschen recht zufriedene Mienen vor. Ich bringe jetzt den Schleier an, der sich hier um die Torte windet, ausgehend eben von dem Pärchen hier oben. Dabei gibt es nicht einmal Fehler, die verschleiert werden müssten. Günthers Besuch hat scheinbar für jede Menge Extra-Motivation gesorgt und das Beste aus dem Backenden herausgekitzelt. Also das hier sieht ganz gut aus. Ich kann noch mal ein bisschen rausnehmen. Ich will noch mal ein bisschen rumfummen. Und dann was passiert? Das Herz bricht. Das Herz ist gebrochen. Traut euch, noch 2 Minuten. Oh nein. Mir ist gerade die Kuppel beim Umsetzen auseinandergebrochen. Allerdings lasse ich das jetzt so. Hauptsache drauf. Hilft jetzt nichts. Ich muss weitermachen. I'm better than ever. When I'm looking at you, I'm better every way. Better than ever. Got a smile like sunshine, brightens up the darkest of day. Yeah, when we're together. Well, that's the way I feel, and I'm blaming it all on you. Cause I'm better than ever. Better than ever. Ja, wichtig ist, dass jetzt das Herz heile bleibt. Ein schönes Motto für eine Hochzeit. Aber Scherben bringen ja auch Glück. Also diese Blüte habe ich vorbereitet. Also die muss ja aushärten, sonst würde das alles zusammenfallen. Und jetzt schminke ich die nur noch ein bisschen. Dann wird die hier drauf gesetzt. Wenn jemand noch etwas zu seiner Torte hinzuzufügen hat, dann möge er jetzt dekorieren oder für immer schweigen. 10. Nein. 9. 8. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 und Schluss. Hände weg vom Gebäck.